Nee, komm mal her, Abutti. Komm mal her. So. Heute zeigen wir euch, wie ihr euch mit ganz einfachen Mitteln und auch recht günstig einen Schnüffelteppich selber zaubern könnt. Der ist super für Suchspiele, da können eure Hunde nach Leckerchen suchen und vor allen Dingen in der kälteren Jahreszeit oder an schlechteren Tagen ist es immer ganz nett, wenn man auch Spielzeug hat für in der Wohnung. Und das ist eine ganz günstige Alternative und bringt jede Menge Spaß für den Hund. Also, ihr braucht auf jeden Fall eine Schere. Dann braucht ihr Fließdecken, könnt ihr diverse Farben nehmen, ihr könnt es auch nur einfarbig machen, ihr könnt aber auch vier Farben nehmen. Ich habe jetzt hier zwei genommen, grün und gelb. Und ganz wichtig, als Unterlage habe ich jetzt zum Beispiel so eine Badematte genommen. Man kann auch andere Sachen nehmen, zum Beispiel solche, es gibt für die Küche auch so Einlegeböden, so Gitternetze, die man in das Waschbecken reinlegt, die könnte man auch nehmen. Wichtig ist einfach nur, dass man das dann komplett waschen kann, weil es natürlich einfach unhygienisch ist, wenn man es nie waschen könnte. Deswegen sucht euch was aus, was ihr im Nachgang auch in die Waschmaschine stecken könnt und was dann nicht kaputt geht. Die Decken werden einfach nur in Streifen geschnitten. Entweder in verschieden lange und verschieden breite Streifen schneiden. Dann bekommt ihr hier so ein bisschen Struktur, dass so ein paar Fäden einfach länger sind, ein paar sind kürzer. Oder ihr macht die alle gleich. Das ist euch komplett überlassen, was euch besser gefällt. Wenn ihr diese Streifen dann fertig habt, dann sucht ihr euch ein Loch bzw. zwei Löcher, wo ihr die einfach nur von hinten durchzieht. Und dann wird oben einfach nur ein oder zwei Knoten reingemacht. Und schon sitzt das. Den kann man ganz dicht machen, man kann aber auch locker Flächen dazwischen lassen. Das ist auch jedem selber überlassen, wie es einem am besten gefällt. Hier noch einen durch. Zack. Für den Hund oder die Hunde bringt es auf jeden Fall viel Spaß. Wir haben natürlich auch noch weitere Tipps, was ihr für Spiele im Haus mit eurem Hund machen könnt, die auch relativ kostengünstig sind. Und deswegen gehen wir jetzt sofort zur Suchkiste über. Die zeigen wir euch im nächsten Video.